Sehr geehrte Herr Förderin, sehr geehrter Herr Förder, ich bewerbe mich als Ihr Bürgermeister für Erfurt. Seit über 30 Jahren habe ich in der öffentlichen Verwaltung aktiv gestaltet. Ich bin Betriebswirt und voll ausgebildeter Verwaltungsfachmann und mit über 20 Jahren Führungsverantwortung im kommunalen Gesundheitswesen mit vielen Beschäftigten tätig gewesen. Jetzt bin ich selbstständiger Unternehmensberater in der Gesundheitswirtschaft. Seit 1975 bin ich FDP-Mitglied und aktiver Kommunalpolitiker. Ich möchte als Bürgermeister partnerschaftlich mit allen Menschen die Chance nutzen, die unsere schöne Heimatstadt zu bieten hat. Als Bürgermeister will ich Partner der Bürgerinnen und Bürger sein. Ich bin Partner der Bürger. Das heißt, niemand muss mehr Urlaub nehmen, denn unser Rathaus ist samstags geöffnet. Ich bin der Partner der Politik. Das heißt, ich setze auf die Kompetenz des Rates und auf das Fachwissen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kein Zeitspiel mehr mit Gutachten, die nur längst fällige Entscheidungen verzögern. Deshalb bin ich auch Partner der Verwaltung. Das heißt, wer Verantwortung trägt, muss auch die Entscheidung treffen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten mehr Kompetenzen. Schwerpunkt meiner Personalführung wird ein besseres Zeitmanagement für das Personal und eine moderne Mitarbeiterschulung und Förderung werden. Handeln für Herford. Was heißt das? Wirtschaftsförderung ist wieder Chefsache. Die Investoren werden nicht mehr durch Bürokratie und Verhinderungspolitik abgeschreckt, sondern ich ermutige sie, in Herford etwas zu unternehmen. Abgaben und Gebühren bleiben stabil. Mehr Geld in den Taschen der Bürgerinnen und Bürger ist das beste Konjunkturprogramm. In Herford darf der Bürger für städtische Leistungen nicht mehr zahlen als in vergleichbaren Städten. Der Konzern Stadt hat Einsparpotenziale, die ich offenlegen werde. Eine attraktive Innenstadt wird zum Erlebnis. Seit 1999 geht es mit der Einkaufsstadt Herford und den Übernachtungen bergab. Diese Entwicklung werde ich umkehren, denn Herford hat Chancen. Herford hat mit seinen Zentren Neuer Markt, Alter Markt, Gänsemarkt, historisch gewachsene Stadtkern. Und mit dem Materquartier schlummernde Chancen. Die Menschen, die sich als Kunden oder Besucher von Herford abgewandt haben, werde ich zurückholen. Das ist Handeln für Herford. Dann kann Herford wieder handeln. Ich werde deshalb als erstes alle Parkuhren abschaffen. Denn Einkauf ohne Zeitdruck bringt das Geld endlich wieder in die Ladenkasse und neue Kunden von außerhalb. Mit mehr Umsatz wird Herford wieder für Geschäftsleute interessant und Leerstände werden verschwinden. Herford ist wieder Mittelzentrum mit Oberzentrumscharakter. Das geht nur in Partnerschaft. Meine Hauptaufgabe wird es sein, Fragen zu stellen, denn wer fragt, der führt. Zuhören ist die Voraussetzung für Partnerschaft. Herford hat viele Chancen. Ich möchte diese gemeinsam mit Ihnen umsetzen. Deshalb bitte ich um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimmen. Ihr liberaler Bürgermeisterkandidat Lothar Wiebücker, FDP.